Im angelsächsischen Sprachraum gibt es das Sprichwort "Be careful what you wish for." Sei vorsichtig für das, was du dir da wünschst. Und in Deutschland wünschen sich jetzt sehr, sehr viele ein Energieembargo gegen Putin, ein Energieembargo gegen Russland, weil eben mit diesem Geld, das wir bezahlen für russische Energie, faktisch dieser Krieg finanziert würde. Nun kann man darüber streiten, ob das so ist. Russland hat seit Jahren einen Haushaltsüberschuss, eben durch den Verkauf der Energie, steht haushaltstechnisch so gut da wie wenig andere Länder in der Welt, hat natürlich eine Mini-Wirtschaft im Vergleich zur Größe des Landes, keine Frage. Aber kommen wir nochmal zu diesem Energieembargo zurück. Da stellen sich, glaube ich, viele viel zu leicht vor hier in Deutschland, wie das gehen soll. Welche Konsequenzen das hat, das will ich mal ein bisschen beleuchten. Schauen wir uns zunächst mal an, was etwa hier Paul Ronsheimer, der Bild-TV-Journalist, der ja in Kiew immer wieder unterwegs ist, hier auf Twitter schreibt: tragisch und sinnbildlich für die verfehlte, ignorante, heuchlerische Russland-Politik ist die Ablehnung eines Gas- und Ölembargos von Österreich und Deutschland. Luisa Neubauer, die ja mit Greta Thunberg sehr eng ist, und hier aus Hamburg, Isarbruck im Westen, kommt gar nicht weit von mir, sagt hier: ein Monat Angriffskrieg, ein Monat lang kein Energieembargo. Stattdessen werden täglich hunderte Millionen an Euro an Putin überwiesen. Naja, vielleicht sind es wenigstens bald Rubel, könnte man hier sarkastisch einwerfen. Aber es ist jetzt hier so, dass diese Forderung nach diesem Ölembargo immer breitere Kreise zieht. Jetzt hier Prominente, die sich etwa, wie das Manager-Magazin das veröffentlicht hat, hier dazu äußern, etwa Norbert Röttgen, CDU, Beck von den Grünen, also es sind wahnsinnig viele Leute hier, Rebecca Harms von den Grünen, Elmar Brok von der CDU, also Sebastian Turner von Medienunternehmer Ziemer, Journalist und Kolumnist, also es geht über alle Parteien hinweg, CDU, Grüne, wie auch immer, alle sagen: Mensch, da müssen wir etwas tun, das können wir nicht so weitermachen. Und unser ehemaliger Bundespräsident hat ja gesagt: frieren für die Freiheit, das muss mal drin sein. Nun haben wir ja den Winter hoffentlich schon bald komplett hinter uns. Also frieren werden wir zumindest kurzfristig wahrscheinlich nicht müssen. Aber es ist so, dass es eben jetzt nicht nur ums Frieren geht, sondern es geht um die deutsche Industrie. Denn was würde passieren, wenn wir wirklich dieses Ölembargo machen würden? Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Zunächst mal gibt es jetzt neue Meldungen des Spiegel etwa, der sagt: ja, die Bundesregierung will die Ölimporte bis zum Herbst halbieren, oder im Sommer, bis zum Sommer halbieren. Bis zum Herbst soll die Steinkohle aus Russland ersetzt werden. Wir importieren ja nicht nur Öl und Gas aus Russland, sondern auch Kohle. Die Abhängigkeit von Erdgas soll bis Ende des Jahres auf nur noch 30% sinken, dank dreier Spezialschiffe, das sind dann LNG. Da bin ich mal gespannt, ob diese Prognose, dieses Ziel erreicht werden kann. Ich glaube nicht. Aber jetzt hat ein deutscher Top-Ökonom, nämlich Marcel Fratscher, wahrscheinlich der mit Abstand beste Ökonom, den wir hier in Deutschland haben, gesagt: ein Energieembargo hält Deutschland nur wenige Monate durch. Und wie es bei einer Uhr ist, die kaputt ist, zweimal am Tag geht sie richtig. Und Marcel Fratscher hat recht, der ist ja ohnehin ein großartiger Ökonom. Aber was er hier schreibt, das ist leider komplett wahr. Hier liegt der Widerspruch des Handelns in Deutschland und Europa, schreibt Fratscher. Die Mehrheit der Bürger, er spricht von Bürgerinnen und Bürgern, vielleicht könnte er auch sagen BürgerInnen, hätte er sich zwei Wörter gespart, macht er aber nicht, spricht sich für ein Embargo aus. Die meisten sprechen sich allerdings auch gegen vergleichsweise kleine Einschränkungen ihres Lebensstandards aus, lehnen beispielsweise ein Tempolimit ab, autofreien Sonntag oder eben auch einen Spritpreis von 2,30 Euro vehement ab. Und er schreibt: es ist eine gefährliche Illusion entstanden, was ein Embargo für die Menschen wirklich bedeuten würde. Dies wird zudem von manchen in der Politik mit unrealistischen Versprechen weiter geschürt. Also es geht nämlich nicht nur ums Frieren. Worum geht es? Es geht um die deutsche Industrie. Und jetzt ist es so, meine Damen und Herren, wenn wir jetzt mal zum Gas kommen, dann ist die Bundesregierung, sind die Behörden gesetzlich verpflichtet, zunächst mal die Privathaushalte zu privilegieren, dass deren Versorgung gesichert ist. Ergo hätten wir zu wenig Gas, müsste man hergehen und der Industrie sozusagen dieses Gas abschalten. Ein wichtiger Punkt, denn
Das würde bedeuten, dass zum Beispiel viele mittelständische Betriebe kollabieren würden. Warum? Weil deren Maschinen schlichtweg kaputt gehen würden. Nehmen wir mal an, da ist zu wenig Strom oder eben manche, die Gas als Energiequelle benutzen, etwa in der chemischen Industrie ist das sehr weit verbreitet. Wenn da die Maschinen nicht konstant laufen, dann gehen diese Maschinen kaputt, etwa in der Aluminiumherstellung, da haben Sie diese Elektrolyseofen, die sind viele Millionen Euro teuer, ein einziger Ofen. Wenn dieser Ofen nicht in Betrieb ist, dann erkaltet der und dann kann man das Ding wegschmeißen, muss das entsorgen. Also das hätte massive Konsequenzen auf die deutsche Industrie, auf den deutschen Mittelstand, was bedeuten würde, dass sehr viele Firmen pleite gehen würden, was bedeuten würde, dass sehr, sehr viele Menschen arbeitslos werden würden. Und all das scheint diesen Herrschaften, die das mal so ganz naiv fordern, auch lasst uns ein politisches Energieembargo machen, weil es natürlich in der Sache her richtig zu sein scheint, aber dann muss man den Leuten eben auch erzählen, naja, was bedeutet das konkret? Was würde das für dich bedeuten? Wirst du dafür etwa in Kauf nehmen, dass du arbeitslos wirst? Vielleicht auch, dass du dann im kommenden Winter frierst? Also das würde ein massiver Einschnitt des Lebensstandards für Millionen von Deutschen bedeuten. Das muss einem zumindest klar sein. Man kann das ja wollen und kann das dann auch beschließen, aber dann muss man eben auch über die Konsequenzen sprechen und muss sich der Konsequenzen eines solchen Embargos eben auch sehr bewusst sein. Aber vielleicht werden wir das gar nicht entscheiden, sondern Putin, denn kommt jetzt das Gas aus, titelt hier eine Zeitung, denn Putin hatte ja am Mittwoch gesagt, also vorgestern, innerhalb von einer Woche sind die Zahlungen auf Rubel umzustellen für russisches Gas. Okay, innerhalb einer Woche, jetzt sagt Scholz und andere in der EU, also wir haben hier bestehende Verträge und da steht ja meistens Euro und Dollar drin, womit er recht hat. Also, was wird jetzt passieren? Wird Putin das irgendwie so still und heimlich fallen lassen? Kann ich mir schlecht vorstellen, denn er hat das im Staatsfernsehen verkündet. Das ist also etwas, wo man jetzt nicht sagen kann, naja, da hat er nicht so gemeint oder irgendwie sowas. Also er hat da sein Gesicht hingehalten und wenn das nicht passiert, dann wäre das doch eine etwas merkwürdige Geschichte, die der Westen besteht natürlich auch weiter auf Zahlungen in Euro und Dollar, weil sonst müsste man die russische Zentralbank wieder legitimieren, die man vorher ja als Kernstück der Sanktionen sanktioniert hat, damit Russland vom Finanzsystem abgekoppelt hat. Also das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Vielleicht wird uns diese Entscheidung abgenommen mit dem Gas, mit den dann schon oben beschriebenen verheerenden Konsequenzen. Hier sehen wir, dass einige deutsche Behörden manche Unternehmen offenkundig schon mal leise vorwarnen, dass Rationierungen in manchen Bereichen bei Erdgas durchaus drin sind. Auch bei Diesel gibt es diese Gerüchte, by the way, schon. Hier sehen wir unten in dieser Grafik mal European Gas Oil Premium to Brent. Also wir sehen, dass hier Gas natürlich im Fokus ist. Deutschland hat ja eine noch viel stärkere Abhängigkeit von Gas aus Russland als an Öl. 55% Gas, aber nur etwa ein Drittel Öl aus Russland und das macht die ganze Geschichte schwierig. Bisher geht jetzt die deutsche Politik genau den anderen Weg. Statt zu sagen, okay, schränkt euch ein, konsumiert weniger Energie, und ich kann aus positiver Erfahrung jetzt der letzten Woche sagen, als ich auf deutschen Autobahnen unterwegs war, dass die Autofahrer sich nicht besonders einschränken. Also die fahren jetzt nicht langsamer, da hat man nach wie vor diese Raser, die mit 230 da irgendwie durchgängig rumheizen. Jedenfalls ist die faktische Politik jetzt das Gegenteil. Man subventioniert jetzt den Energieverbrauch, indem jeder praktisch eben in den Genuss von günstigeren Benzinpreisen kommt. Man kriegt dann noch Helikoptergeld, eine Energiepauschale, Steuerbonus etc. Dieser Steuerbonus muss dann wiederum versteuert werden. Auch das ist so unglaublich typisch Deutschland. Das ist, während die Amerikaner hier, zack, hier hast du einen Scheck, mach was du willst, kriegst du das in Deutschland dann von der Behörde überwiesen, dann wird das aber steuerlich wieder behandelt. Also es ist, wir haben ja jetzt lediglich eine Staatsquote von 51%, meine Damen und Herren.
Es müsste viel mehr sein, denn wir haben ja einfach schlichtweg zu wenig Beamte. Das muss man einfach mal sagen. Und jedenfalls ist das natürlich jetzt genau das Gegenteil dessen, was vielleicht jetzt notwendig wäre, nämlich zu sagen, Leute, dann ist es halt so, dann müssen wir für teures Geld eben tanken, wenn wir uns fortbewegen wollen. Dann könnte die Politik hingehen und sagen, okay, wir schauen uns mal die wirklich armen Bevölkerungsgruppen an, die kriegen einen Zuschuss. Aber so kriegt ja der SUV-Fahrer, der durch Deutschland heizt mit 200 km/h, kriegt ja auch eben diese Entlastungen. Das ist das Problem, das ich damit habe, dass das letztendlich wieder nur eine Subvention ist, die nicht wirklich weiterführt. Aber wir sprachen vorhin von Rezession. Wenn dieses Ding mit dem Gas, mit diesem Energieembargo kommt, dann sind wir sowieso in einer Rezession. Wir werden so oder so in eine Rezession stürzen, nach meiner Auffassung, oder schlittern. Und jetzt hatte gestern La Isabella Schnabellina bei Jung und Naiv schon mal angedeutet, wenn wir in eine tiefe Rezession fallen, dann müssten wir mal das Ende von APP wirklich nochmal überdenken. Also mit anderen Worten, die ultralaxe Geldpolitik beibehalten, falls wir in eine Rezession kommen. Super, bei einer Inflation von dann nur 321% ist das ja kein Problem. Nein, das machen wir dann einfach weiter. Also wir sehen, Marcello Fraccherino hat, und es geschehen ja Wunder auf dieser Erde, hat recht mit seiner Haltung. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier jetzt in Fantasyland los ist. Vorhin waren wir in der Realität. Was würde das bedeuten? Real hier auf dem Boden. Jetzt kommen wir zu Fantasyland, also zur Wall Street. Schauen wir uns mal die Kursgewinne gestern an. Wieder sehr erfreulich. Aus Sicht der Bullen, Nasdaq fast 2%. Technologie war der stärkste Sektor. Energie hatte verloren, also praktisch der Sektor, der bisher am besten gelaufen ist, waren vor allem wieder mal Dickfische. Microsoft, Apple, Google, hier sehen wir das. Und wir sehen, dass wir jetzt eine Gegenbewegung haben, Value to Growth, dass also Growth jetzt wieder besser läuft, nachdem wir an einem neuralgischen Punkt waren beim Russell 1000, Value to Growth. Manche Dinge sind so zufällig, dass sie wirklich Zufall sind. Und wie wir hier sehen, ist das unten in der Grafik sehen, geht das Handelsvolumen weiter zurück. Gleich dazu mal mehr. Hier sehen wir den Triple Q, das maßgebliche ETF auf den Nasdaq 100 oder Nasdaq Composite. Hier sehen wir, dass oben im Chart wir ein RSI haben jetzt schon von 73, das ist sportlich. Wir sind also deutlich überkauft inzwischen. Da kann durchaus noch ein bisschen was nach oben gehen. Hier sehen wir den 50er gleitenden Durchschnitt, der vielleicht noch angelaufen werden könnte. Aber jetzt kommen Widerstände, und was mich wirklich sehr skeptisch macht, ist dieses sinkende Volumen jetzt hier mal anhand des SPY, des maßgeblichen ETFs auf den S&P 500. Gestern mit dem geringsten Handelsvolumen seit Jahresbeginn, 63 Millionen Kontrakte. Das ist so wenig wie never ever seit 1. Januar 2022. Wir sehen, das Handelsvolumen geht eigentlich konstant zurück. Mit dieser Rallye am Anfang hat es noch Saft gegeben, 105 und 143 und dann nochmal 100 Millionen, dann nochmal 106 Millionen, aber jetzt ist diese Rallye irgendwie unter Ausschluss der Öffentlichkeit, könnte man fast formulieren, polemisch natürlich. Und was mich auch skeptisch macht, ist diese Divergenz zwischen einerseits dem S&P 500 und dem HGX, das ist der Hausmarktindex, das sind also die Aktien von Homebuildern in den USA drin, denn der Hausmarkt ist der Frühindikator, der wichtige Indikator für die US-Wirtschaft schlechthin, denn da ist ja eine massive Blase am Start, und diese Blase, wenn die ein bisschen Luft entweichen lässt, dann wird das die amerikanische Ökonomie sehr, sehr schwer treffen. Also wir sehen hier eine klare Divergenz. Und wenn wir, ich hatte gestern ja getitelt, Ukraine-Krieg, nächste Friedenshoffnungsrallye, davon ist wirklich sehr, sehr wenig zu sehen. Diese Hoffnung, die gestern durch den Berater von Zelensky entstanden ist, dass man da Fortschritte gemacht habe bei den Friedensverhandlungen, da ist nichts zu sehen und zu hören davon faktisch. Das Pentagon sagt jetzt, normalerweise sind wir immer wieder mal in Kontakt mit militärischen Führern aus Russland, aber die gehen jetzt nicht mehr ans Telefon. Es gibt also keinerlei Bereitschaft, hier zu deeskalieren, auch seitens offenkundig des russischen Generalstabs. Also das sieht mir nicht nach einer Deeskalation aus. Deeskalierend auch nicht das, was die Fed macht. Die will ja jetzt ernst machen. 50 Basispunkte
Anhebung bei den nächsten beiden Sitzungen der Fed sind mehr oder weniger von den Fed Fund Futures schon eingepreist. Jetzt kommt Jamie Dimon von JP Morgan, dem Dickfisch an der Wall Street, der sagt nun 12 bis 15 Rate Hikes in diesem Zyklus. Vorher hat er gesagt 6 bis 7. Also der überschlägt sich jetzt immer mehr, wie viele auch an der Wall Street, etwa Morgan Stanley, erwartet jetzt eben auch deutliche Zinsanhebungen und schnelle Zinsanhebungen. Liegt auch daran, dass die Inflationserwartungen weiter durch die Decke schießen. Neues Allzeithoch auch in den USA bei den Inflationserwartungen. Und weil die Fed ernst macht mit, oder zumindest verbal ernst macht mit der Ankündigung von Zinsanhebungen, während die Bank of Japan so ein bisschen die EZB nachahmt, oder die sind sich ja irgendwie einig, hier Kuroda im Bild, da war es jetzt so, dass eben der Yen abverkauft wird aufgrund dieser Divergenz der Geldpolitik. Die japanische Notenbank bleibt dovish, die Fed wird hawkisch, deswegen Dollar, Yen vollkommen nach oben geschossen, der Yen also abverkauft, aber die Renditen für japanische Staatsanleihen steigen trotzdem dennoch sehr stark. Heute etwa hat die 10-jährige japanische Anleihe ein wichtiges Niveau überschritten, das wir schon sehr lange nicht mehr gesehen haben. Jetzt ist die Frage, wird die japanische Notenbank einschreiten, um das Ganze aufzuhalten? Wird sie also als Käufer von diesen Anleihen auftreten, Quantitative Easing betreiben damit? Also die Dinge sind schon spannend in dieser Welt. Spannend ist auch, wie es mit Gold weitergeht. Goldpreis zeigt Stärke, Ukraine-Krieg, G7-Treffen und US-Sanktionen zu Gold. Ein Artikel, den Sie lesen sollten, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt Ihnen das Allerbeste und sage Servus und Ciao.